Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Freitagmorgens heißt Newszeit und hier sind sie. Viel Spaß mit den nächsten Minuten. Hallo, ja, eine ganz normale Woche, also News und wie immer in eigener Sache zunächst der Hinweis, es ist wieder eine Kolumne online gegangen. Nach der Sommerpause habe ich letzten Dienstag eine neue Kolumne gestartet. Es ging um das Thema Spielen in Quarantäne. Ihr habt auch die Möglichkeit, wie immer was zu gewinnen. Diese beiden Spiele stehen an und habt noch bis Sonntag die Möglichkeit, euren Kommentar zu hinterlassen. Schaut einfach mal rein. Ebenfalls online gegangen ist die Monatsbox mit Carina. Wir haben uns 9 verschiedene Spiele angeschaut, unsere Eindrücke dort geteilt. Mit dem Tim wird es ebenfalls noch eine Monatsbox geben, die wird aber erst am Montag aufgezeichnet, wird dann also im Laufe der kommenden Woche online gehen. In der Branche ist auch wieder ein bisschen was unterwegs. Die Embracer Group, die ja Asmodee gekauft hat, da ist gestern ein Artikel online gegangen, dass die sich die Rechte an Middle-Earth Enterprises gesichert haben. Und zwar steckt dahinter die Rechte an Herr der Ringe und Hobbit. Und zwar für Film, Video und Brettspiele. Das ist sicherlich ein sehr spannendes Thema. Zieht natürlich bei der Embracer Group, die auch Videospiele macht, viel, viel größere Kreise. Aber auch im Brettspielbereich könnte das vielleicht sehr, sehr spannend sein. Also da entsteht ein richtig großer Konzern. Im Deutschlandfunk gab es ein Interview zur Ausstellung Mönch, ärger dich nicht. Da komme ich später nochmal bei den Events kurz drauf zu sprechen. Packe ich auch mit in die Shownotes, könnt ihr gerne reinhören. Der Hippodice-Wettbewerb 2023 ist wieder gestartet. Nach langer Auszeit, Corona-bedingt, gibt es jetzt den Hippodice-Wettbewerb wieder und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr ein interessantes Spiel habt und noch nicht veröffentlicht worden seid bisher, dort an dem Wettbewerb teilzuhaben. Online gibt es auch wieder ein paar neue Spiele, nämlich Barrage und Crusaders sind beide aus der Beta-Version herausgekommen, sind also jetzt bei der Boardgame Arena zu spielen. Und dann geht es zum Crowdfunding. Spannenderweise ist im Crowdfunding zurzeit relativ wenig los. Komischerweise sind da gar nicht so viele interessante Projekte. Ich habe jetzt mal 4 hier rausgegriffen. Aber es ist im Moment ja wie so eine Sommerpause, Sommerflaute aus meiner Perspektive. Zum einen geht der Trend der Print-and-Play-Spiele weiter. Wir haben da jetzt mehrere im Angebot. Ich habe den Little Flower Shop mal rausgenommen, der auf Kickstarter online ist. Und hier müssen wir eben halt durch Ankreuzen eben halt einen Blumenladen uns erarbeiten. Diamond Dick, das ist jetzt kein Roll-and-Write- oder Print-and-Play-Spiel, von Mr. B Games. Da steckt Alan R. Moon hinter, der sich Hilfe von Bobby West genommen hat. Und wir haben hier ja so eine Art Push-Your-Luck-Game, wo wir eben halt in eine Mine hineinsteigen, aus einem Beutel bestimmte Gegenstände heraussuchen und überlegen müssen, wie tief wollen wir in die Mine hineinsteigen. Flick of Face ist bei der Spieleschmiede mit der Erweiterung Cherry Blossom unterwegs. 3 neue Gottheiten sind unter anderem dabei. Und auf Kickstarter nochmal zurück, Trailblazer ist auch ein sehr interessantes Projekt mit vielen schönen Holzminiaturen, wo wir mit Karten uns einen Weg auslegen müssen, wo wir in der Wildnis dementsprechend wandern gehen. Sieht auch nicht so schlecht aus, also da werde ich auf jeden Fall noch einen Blick drauf werfen. Bei den Events. Die Spieleoffensive Expo startet am kommenden Wochenende. Ich werde am Sonntag auch mit dabei sein, beim Interview zu dem Thema Inno-Spiele. Und das Amigo-Spielefest ist für den 17. und 18. September in Köln angekündigt. Auch hier Corona-bedingte Auszeit in den letzten, ich glaube, 3 Jahren sogar. Aber 2022 sind sie wieder dabei. Nee, Entschuldigung, 2 Jahre war es jetzt nicht, also 20 und 21 nicht. 22 ist jetzt das Spielefest wieder angesetzt in Köln. Mönch Örgenich, hatte ich eben schon mal darauf hingewiesen, ist eine Ausstellung, die ab dem 28.08. bis zum 20.11. in der Abtei Liesborn zeigt, wie Klöster, Mönche, Nonnen in Brettspielen vorkommen und man eben halt hier
sich da mal ein Stück weit mit auseinandergesetzt hat. Wie passt das zum tatsächlichen Leben? Wie ist es in den Brettspielen abgebildet? Scheint eine sehr spannende Ausstellung zu sein. Liesborn, für denjenigen, der es nicht kennt, ist in der Nähe von Lippstadt. Also ja, im südlichen Ostwestfalen, um es mal so auszudrücken. Was haben andere noch gemacht? Es gibt neue Fragen für das Brettspiel-Duell. Der Krimi-Master hat da wieder aufgerufen. Ich glaube, jetzt die siebte Fragerunde. Also da könnt ihr gerne eure Antworten hinterlassen. Es gibt eine neue Brettspielbar mit dem Jürgen und mir. Wir haben ebenfalls ein paar Brettspieleindrücke zusammengetragen. Und die Brettspielgarde hat sich mal aufgemacht und überlegt und aufgezeigt. Und nicht überlegt, sondern aufgezeigt, was gibt es so für Veranstaltungen bis Jahresende. Wenn euch das interessiert, guckt da einfach mal rein, ob da auch eine Veranstaltung bei euch in der Nähe ist. Ja, und das war's von den News. Jetzt geht's noch zum Ticker mit verschiedenen Infos zu Brettspielneuheiten. Es ist immer spannend, was so dann noch die letzten Tage dann doch noch eintrudelt. Wenn ich da anfange aufzuschreiben, das ist ja immer nachdem ich am Montag die News herausgegeben habe, ist es relativ mau. Und dann so Mittwoch, Donnerstag kommen dann doch wieder spannende, interessante Neuigkeiten heraus. Unter anderem ist jetzt ein Foto aufgetaucht von Beer and Bread, einer Deep Print Games Neuheit, die 2023 allerdings erst erscheinen wird, mit Scott Ilms als Autor. Geht hier um ja, historisches Bierbrauen. Landwirtschaft wird da sicherlich auch eine Rolle spielen. Hört sich zumindest jetzt erstmal vom Cover her sehr, sehr interessant an. Ja, schauen wir mal, was da am Ende bei rauskommen wird. Rivet Wars Reloaded wird neu aufgelegt. Das Zwei-Personen-Spiel 2014 als Eastern Front herausgekommen, wird da nochmal überarbeitet und dann euch angeboten. Maple Valley hatte ich ja, glaube ich, schon mal drüber berichtet. Das ist die Würfeladaption von Die Tiere im Ahrntal, was am Ende auch bei Board Game Circus herauskommen wird. Hier gibt es schon erste Bilder oder Material vom Spielmaterial. Und Scholars South Tigris ist der zweite Teil der South Tigris Trilogie. Auch hier wurde jetzt von Garfield Games erstes Spielmaterial online gestellt. Das Ganze geht ja aber, glaube ich, erst nächstes Jahr bei Kickstarter an den Start. Asmodee hat angekündigt, dass sie Mosaik herausbringen werden, als Zivilisationsspiel mit einem Aktionsauswahlmechanismus. War, glaube ich, auch als Kickstarter unterwegs, wird aber eben halt auch auf Deutsch jetzt bei Asmodee herauskommen. Wahrscheinlich noch im vierten Quartal, ob es zu essen klappt. Das ist ja das große Bangen. Was werden wir alles zu essen sehen oder nicht sehen? Oder wird dann erst im November, Dezember herauskommen, da ja die Messe sehr, sehr früh ist? Ja, großes Fragezeichen noch. Crime Zoom wird ebenfalls eine Fortsetzung erfahren. Als viertes Spiel wird Luxus und Leidenschaft eben halt herausgebracht werden. Und hier werden wir uns im Rotlichtviertel von Soho ja, herumtreiben und verschiedene Fragen stellen müssen, beziehungsweise anhand dieses Bildmaterials, das ist ja mal so ein Bild, was wir dann eben halt teilweise umdrehen können, unsere Rückschlüsse ziehen. Leaf von Wired City Games ist ein Plättchen-Liegespiel, also Naturspiele scheinen weiterhin massivst der Trend zu sein. Und hier müssen wir eben halt verschiedene Blätter in Form von Plättchen umdrehen. Harry Potter Missive of Diagon Alley wird von The OP herauskommen. Und wir haben hier ein Echtzeit-Einkaufsspiel für alle Harry Potter-Fans. Also auch Harry Potter zieht weiterhin. Ravensburger wird Scotland Yard nochmal neu auflegen. Und zwar in der Sherlock-Holmes-Variante. Das Ganze eben halt ja, mit dem Meisterdetektiv und ich weiß aber nicht, inwiefern sich da spielerisch irgendwo was verändern wird oder ob das Ganze jetzt nur in einem ja, historischen neuen Aufguss dann daherkommen wird. Das Ganze soll aber im Herbst schon erhältlich sein. Zombie Kids Flashback ist ein Spin-off von Zombie Kids, also spielt sich komplett standalone, ist jetzt nicht neue Abenteuer, sondern ja, eben halt etwas anders nochmal aufgelegt. Und Circadian's First Light Specialist wird damit auch eine Expansion, eine Expansion, eine Erweiterung, mein Gott,
heute ist es noch zu früh, eine Erweiterung erfahren, wie das bei vielen Garfield-Games der Fall ist, gibt es dann halt auch für die Hauptspiele schon kleine Erweiterungen. Und das letzte der News ist, das finde ich mega spannend, Horrible Guild hat mit der Spiel zusammen ein Similo aufgelegt, und zwar ein Similo Board Games, was es exklusiv wohl nur auf der Spiel geben wird, also nicht hinterher im Verkauf erhältlich ist. Ich habe sogar verstanden, es ist kostenfrei, und viele Partnerverlage oder Verlage drumherum haben Bildmaterial bereitgestellt, und so können wir Similo mit den Brettspielneuheiten der Spiel 22 ausprobieren. Finde ich mega stark. Ich glaube, das wird eines der meist gefragtesten Artikel sein. Ich hoffe, dass, weil es eine limitierte Auflage ist, dass da genügend vorhanden sein werden. Auf jeden Fall ein Must-Have als Souvenir von der Spiel 22. So, bevor ich jetzt noch weiter irgendwie dummes Zeug rede, das war's. Hinterlasst doch gerne ein Abo, falls ihr noch nicht dabei seid. Einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann die Tage, spätestens am Dienstag bei der Kolumne. Macht's gut, euer Christoph. Schönes Wochenende. Ciao. We'll be right back.